Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu The Amazing Spider-Man auf der 360. Schön, dass ihr eingeschaltet habt wieder, Freunde, und vielen Dank an die ganzen aktiven Supporter da draußen, die bei der ersten Folge gezeigt haben. Weißt du was? Ja, Mann, ich habe Bock, dir nochmal zuzuschauen, wie du für Recht und Ordnung sorgst in New York fucking City. Schön, dass ihr am Start seid, Freunde. Vielen Dank. Wie gesagt, Support ist gebaut, ihr wisst Bescheid. Checkt die Videobeschreibung weiterhin ab. Und danke auch an alle, die mir auf Instagram folgen. Natürlich auch den Supporter-Creator-Code bei Fortnite oder im Epic Games Launcher nutzen. Ich bin Sorbus, ist der Code. Da könnt ihr mich auch gerne kostenlos unterstützen. So, genug. Wir wollen Action sehen. Wir wollen Spidey sehen. Wir wollen gucken, was jetzt so kommt, Freunde. Also, ab zur Mission. Das war auch so ein Problem damals. Moment, das werde ich gleich ansprechen. Jetzt, wo wir sie besser sehen, können wir bestätigen, dass es nicht dieselbe Kreatur ist, die kürzlich Manhattan terrorisiert hat. Aber seltsamerweise. Was ich sagen wollte, das Problem so ein bisschen für das Feeling bei dem Teil ist auch, dass das Netz, wo mit Spidey sich hier durch die Gegend schwingt, einfach mitten in der Luft irgendwie verankert wird und nicht an den Häusern, wie es halt normal wäre. Boah, das war auch so ein bisschen entgegen des Feelings, war. Das ist ja, wie gesagt, bei dem PlayStation 4 Game perfektioniert, das Feeling ist, ja, das geht gar nicht geiler. So, wo muss ich jetzt nochmal den Netzhieb ansetzen hier, Freunde? Aha! Hier nochmal! Sehr schön. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay, ich muss, glaube ich, vorne ran, wenn er aufhört zu ballern. Ja, 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 jetzt, jetzt. Jetzt oder nie. Bam, bam, bam. Ausweichen. Ja, gar kein Problem hier, Freunde. Profi Spider-Man am Werke. Zack. Die nächste Seite auch nochmal bearbeiten hier. Voll Spider-Man! So wollen wir das sehen, Spidey. Oh oh. Ja, ja, ich probier's. Ich bin jetzt schon fast tot, Alter. Willst du mich verscheißen? Bin ich schon fast tot? Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, jawohl. Jetzt noch das letzte Bein. Obwohl, es sind noch. Okay, es sind doch noch mehr. Alter. Wenn der Bildschirm die ganze Zeit so rot ist, hab ich irgendwie Schiss, dass ich gleich draufgehe. Ausweichen. Nein! Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Was hat er denn jetzt gemacht? Hallo? Ich hab doch eher B gedrückt. Jawohl, Junge. Irgendwelche letzten Worte, bevor du auf dem Schrottplatz landest? Klopf, klopf. Achtung! Ganz weit.
Das war doch easy, Freunde. Gar kein Problem hier. Gar kein Problem. Easy going. Doch, das war schon die komplette Mission. Plötzlich froh, in den Außenbezirken zu leben. Kapitel 2, Flucht unmöglich. Atemkreuzungen laufen durch die Stadt und für die Infizierten gibt es kein Heilmittel. Spider-Man hat keine Wahl. Er muss sich mit einem alten Freund zusammentun. Oder Feind? Das wird merkwürdig. Meine Biologiekollegen sind dadurch verantwortungsvoll. Diese Geier. Ob Michael Morbius die treibende Kraft war? Netter Kerl. Aber niemand sonst war so interessiert an meiner Forschung. Er hat aus irgendeinem Grund immer darauf gedrängt, an Fledermäusen zu experimentieren. Da draußen sind keine Fledermäuse, Doc. Das ist lächerlich. Allerdings gibt es da eine Ratte. Das stimmt wohl. Ich wette, dieses Exemplar ist besonders ansteckend. Mich beunruhigen nicht diese neuen Artenkreuzungen, sondern das tödliche Virus, das als Nebeneffekt aufgetreten ist. Und wenn es die Hälfte meiner früheren Kollegen infiziert hat... Und Gwen. Und was ist unsere einzige Hoffnung? Alistair Smythe und seine Killerroboter? Sie werden der Stadt Schlimmeres antun, als das Virus je könnte. Es muss einen anderen Weg geben. Tja, ich bin sicher nicht nur hier eingebrochen, um ein bisschen zu plaudern. Was? Was meinst du damit? Ich werde sie hier rausholen. Wirklich? Spider-Man befreit die Echse aus ihrer Zelle? Wer ist hier der Verrückte? Genug diskutiert. Zeit für eine Entscheidung. Halt. Wenn du das tust, musst du mir versprechen. Ganz gleich, was auch passiert. Wenn es vorbei ist, musst du mich zurückbringen. Los. Gehen wir, bevor die Medikamente abklingen. Und ich merke, wie verrückt das Ganze wirklich ist. Sobald ich diese Tür aufkriege, rennen Sie so schnell wie möglich. Alles klar? Okay. Verstanden. Ich glaube, er ist nicht der Einzige, der hier raus möchte. Ich befreie eine der größten Gefahren aller Zeiten aus dem Irrenhaus. Ist bestimmt toll für meinen Ruf. Super toll. Achso, warte mal, bevor wir jetzt hier reinstarten, ganz kurz mal hier das Upgrade wählen, nicht wahr? Charakter-Upgrades, Kampfboost. Kampfboost? Was ist das hier nochmal? Netzhüpfer. Oh, nee, warte mal. Ich nehme den Kampfboost. Ja. Nehmen wir das hier. So. Boah, die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig, Alter. Weil die so wobbelig ist irgendwie. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Die ist irgendwie so richtig wobble. Sieht doch gut aus. Connors kommt wegen guter Führung früher raus. Hey, geh sofort weg da! Nein! Notfallentriegelung! Überbrückung ist unmöglich! Die Patienten können raus! Das ist deine Schuld! Du musst mir helfen! Ich soll dir helfen? Was sollte der Stromschlag? Was machst du hier überhaupt, Spider-Man? Okay, ich helfe dir mit dem Chaos, aber nur, wenn mir niemand in den Rücken schießt. Ich sollte auf dich schießen! Verschwinde von hier! Ich gehe schon, aber rechne nicht mit einer Freundschaftsanfrage. Gut, machen wir das mal eben. Zurück in die Zellen zum Schlafen, okay? Jawohl, jetzt, zack, jetzt gibt's Fratzengeballer vom Allerfeinsten hier. Jawohl. Hey, Jungs! Wo wollt ihr hin? Wollt ihr die Party schon verlassen, bevor sie überhaupt anfängt? Klitzekleine Spinne! Ich hab gar keine Chance, Alter. Zack! Du bist erledigt! Ja, voll rein in die Schnauze da! Spider-Man!
den Korridor entlang und dann nach links. Ich warte dort. Hey, Moment! Schätze, er kennt sich hier ganz gut aus. Zeit, die Leute in die Zellen zu bringen und die Verletzten zu versorgen. Die Verletzten, für die wir gesorgt haben, oder was? So, ich dachte, der will auch eins auf die Schnauze. Tu mir nichts, bitte nicht! Damn, Junge! Schön einspinnen, die Leute hier. Jawohl! Auf die Schnauze bekommt ihr jetzt hier! Nein, meine Kombo wurde unterbrochen! Ach, das ist natürlich uncool. Alter, das ist ja Capoeira vom Allerfeinsten hier. Hier drüben, ich öffne das Tor. Warum zur Hölle gibt's im Knast. Nicht Timing. Danke. Sei vorsichtig. Ihr brecht alles ab. Solche Getränkeautomaten. Weiß das jemand? Warten Sie auf mich? Natürlich. Natürlich. Die Monitore zeigen, dass der Gang frei zu sein scheint. Alles klar. Gut. Danke, Bruder. Ein paar Türen zu. Du bist korrekt. Der Zirkus wird langsam anstrengend. Oh. Tanzen wir, Spinnenjunge. Tanzen wir, tanzen wir! Jetzt zahl ich's dir heim! Was hat er dir denn getan? Außer dass er hässlich ist! Tanzen wir, Spinnenjunge! Das hat er wohl im Knast gemacht, tanzen gelernt. Aha, aha. Alter Junge! Breakdance Capoeira Vernichtungsprügelei hier. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Alter. Die haben ja gar keine Chance, die Boys. Schon wieder ein Upgrade. Ich bin der Beste. Der Beste. Ah, da. So. Sehr schön. Obwohl, warte mal, bevor wir uns darüber schwingen. Lass doch mal los von der. Das meine ich, es ist halt extremst. Extremst gewöhnungsbedürftig, die Steuerung, weil, wenn man, wie gesagt, als letztes nur im Kopf hat, das letzte Spider-Man-Game, was einfach perfekt ist. So, von der Steuerung her. Ich seh dich! Du siehst mich! Komm mal her, ihr Jungs! Es macht natürlich trotzdem extrem viel Spaß, den Leuten so auf die Schnauze zu geben. Ey, das ist einfach geil, immer wieder. Oh, Alter! Fuck! Der hat ein Messer in der Hand! Ich muss ausweichen! Ja, du bist echt zu krass. Ohne Scheiß. Nicht wirklich. Boah, dieses neue Upgrade leuchtet aber schon die ganze Zeit penetrant auf, ne? Dass man das drum gekümmert hat. Unbedingt nutzt. Ja, komm, bevor das Spiel durchdreht. Dass es gar nicht verstehen kann, dass ich nicht sofort einlöse, weißt du? So, warte mal, was haben wir denn noch hier eigentlich? Hier haben wir doch auch noch was. Schnellfeuer, Wandexplosion, Netzreichweite. Verbessert die. Boah, nehmen wir das. Genau, dann haben wir noch 105. Dann haben wir. Stimmt ja. Ach, stimmt ja. Dieser Talentbaum ist wirklich ein Punkt. Und das andere ist ja. Ist ja diese Forschungstechnikpunkte. Netzstärke. Nehmen wir das auch noch. Zack. Perfekt. Let's go. Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein. Los, gehen wir. Okay. Mein Gute-Taten-Pensum ist erfüllt. Wir sollten uns verabschieden. Das Gute? Wir sind fast draußen. Wenn wir durch den Lagerraum sind, kommen wir in den Tod. Gibt's auch was Schlechtes, Doc? Ich glaube, dass geistige Gesundheit war. Ja, das ist gut. Ey, die haben wenigstens Spaß. Einfach die Probleme weg. Genau, zumindest wie in der Waldorfschule. Wir zwei tanzen, tanzen später. Oh-oh. Das ist doch Felicia. Der Spider-Man befreit die elegante Dame in Nöten.
Ich sage später danke. Hey, kommen Sie zurück! Sie könnten sich bedanken, indem Sie in Ihre Zelle zurückgehen. Kennen denn die noch gar nicht an der Stelle, oder was? Weil er ja sagt, ey, kommen Sie mal bitte zurück. So, okay. Das sah nicht gut aus. Ich lieber gleich aus. Ich bin nicht egoistisch. Vor allen Dingen immer ihre Sprüche. Ich will ja nicht hier egoistisch sein oder sowas, aber ich bin auch noch ein bisschen auf die Fresse bekommen von dir, Spidey. Ey, das geht so. Es geht jetzt. Alter, Junge, das geht so schnell, man kriegt gar nicht mit, was hier abgeht. Ey, wenn man die ohne den Special-Angriff kaputt schlägt. Passieren die aber auch Schläge, das ist ja echt nicht mehr feierlich, wa? So, nehmen wir mal die Sachen mit hier. Erfahrungspunkte und so, ihr wisst Bescheid. Jetzt musst du mich wohl durchlassen. Okay. Ich überlege die ganze Zeit, woher ich die Stimme kenne. Irgendwo habe ich die schon mal gehört. Bei irgendeinem Spiel. Ratchet & Clank vielleicht sogar? Obwohl, ich weiß nicht genau. Wir sehen uns draußen. Könntest du dafür sorgen, dass niemand auf mich schießt? Durchhalten, Doc. Bin dabei. Durchhalten, Doc, yeah. Ich bin dabei. Au, au, au. Nicht ins Feuer. Aua, das macht Aua. Ah, ich sag doch, das macht Aua. Hör mir noch einmal zu. Oh. Kleiner Schuft, Alter. Hallo, hier mal raus. Spider-Man hat so. Zum Aufgeben. Den noch hier und seinen Kollegen auch noch. Ach, da kommen noch mehr. Jawohl, Jungs, kommt ran hier. Klaff, klaff! Oh, hau ihn kaputt, bevor er... Das kommt davon! Boah, das macht irgendwie mehr Bock, die Leute einfach zu zerkloppen, ey, bevor ich diesen... Finish... Ich wurde getroffen? Wann wurde ich getroffen? Hä? Willst du was von deiner eigenen Medizin? Wurde ich von dem Sniper getroffen? Ja. Ah, okay, alles klar. Ah, ja, der Sniper-Boy. Die miesen Schweinchen da oben. Die haben mich getroffen. Was ich sagen wollte, es macht einfach Bock, die ganze Kombo so hoch zu treiben. Holy shit! Netzrückzug! Dann muss ich die halt eben erstmal platt machen. Oh, nein! Nicht, dass er von der anderen Seite mich platt macht. Oh, pass auf, Spidey! Oh. Kann ich ganz kurz erholen erstmal hier? Oder macht er das während des Kämpfens nicht? Mal sehen, wie matschig du bist. Dann machen wir es halt so. Kleine dumme Sau. Noch mehr Treffer. Oh, seht mich an. Seht mich an, nicht ins Feuer. Feuer ganz böse. So. Haben wir doch alle. Danke, Peter. Ich dachte, ich wäre erledigt. Reinzukommen war viel leichter als wieder raus. Sieht aus, als würden alle ausbrechen. Toll. Darum kümmere ich mich später. Na los, Doc. Wohin gehen wir jetzt? Ich hätte zwar echt gern mal eine Pause, aber wir müssen zu meinem Apartment. Corps. Natürlich. Schnallen Sie sich an, Connors. Eigentlich müsste der neue Spitzname von Connors einarmiger Bandit sein, oder? Männer, also. Freunde, lass gut sein. Sagt einfach nichts dazu. Ich hatte den Joke die ganze Zeit schon im Kopf. Es tut mir leid. Kapitel 2, Flucht unmöglich. Nach der großen Flucht. Flucht unmöglich. Nach der großen Flucht bringt Spider-Man Connors in sein Apartment, um ein Heilmittel herzustellen, das alle Infizierten heilen kann. Okidoki, Freunde. Ich würde sagen, es ist auch ein ganz guter Moment, hier die Folge zu beenden und beim nächsten Mal direkt weiter durchzustarten, wenn ihr den Bock drauf habt. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, wenn ihr Bock habt. Wäre auf jeden Fall eine feine Sache, sehr korrekte Sache auch von euch.
und würde natürlich dieses kleine Projekt hier unterstützen. Es geht ja auch nicht so lange, das Spiel, aber wie gesagt, wäre auf jeden Fall sehr korrekt. Danke fürs Zusehen, Freunde. Haut rein.